Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge. Wir sind wieder beim Witcher 3 unterwegs. Und ja, wir machen jetzt einen kleinen Abstecher. Oh, was haben wir denn hier? Kleine Zwischenquest oder sowas, hä? Gut, dann gehen wir da erst vorbeigucken, wenn wir da jetzt quasi dran vorbeirennen. Und dann gehen wir mal hier hoch und schauen mal ein bisschen, ob wir denn nicht ein bisschen Katzenschulausrüstung finden können. Weil eventuell könnte die einfach besser sein als die, die wir jetzt gerade haben. Es ist wieder leichte Rüstung, die unserer aktuellen Skillung entspricht. Das wäre schon ganz knorke, eigentlich. Ansonsten haben wir hier wieder ein bisschen was verkauft, ne? So wie das halt immer so ist. Das geht in der Folge und den Aufnahmen. So. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Das ist ungesund, Kollege. So, was haben wir hier? Freund von Ronsen. Neben dem Rinnstein ist nass genug. Zieh die Waffe! Gewärtige den Kampf. Och. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Hm. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Katzenaugen, das Medaillon. Also, ihr dürft jetzt entscheiden, lieber Chat. Nummer 3 oder Nummer 1. Also entweder wir beenden das Thema jetzt ein für alle Mal, weil wir haben ihm das letzte Mal gesagt, komm uns noch einmal unter die Augen und wir töten dich. Und bei der 3, ja, dann lassen wir sie halt wieder mal im Leben. Aber die Leute kämpfen für die gerechte Sache, ja. Für die gerechte Sache, ja. Ja. Die gerechte Sache, dass er nicht alleine gegen uns kämpft. Mhm. Ja, ja. So. Okay, du meinst, das arme Schwert. Ja, er ist es nicht wert, dass wir unser Schwert abnutzen. Hm. Könntest du recht haben. Aber ich habe einige Waffenreparatursets. Das ist. Nein, ja, komm, wir lassen diesen armen Wicht am Leben. Ich glaube, das bringt uns einfach auch mehr XP, wenn wir das jetzt hier machen. Ach, das ist doch so ein Waschlappen. Es ist spät. Geht besser nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag. Weise Worte. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so schläfrig. Hm. Oh, hier sind wir fertig. Ihr seid einfach nur traurig. Wo gehst du hin? Ja, weg von euch, damit er nicht auf noch dümmere Ideen ein kommt. Ein Blick und die Ja. Zeig mal, was du anzubieten. Ich wollte noch mal gucken. Oh Gott, Fische. Naja, nee, ich wollte eigentlich gerne mal noch ein paar Sattel verkaufen. Naja. 63, ja, das wird schon passen. So, dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen weniger Gewicht mit uns rumtragen. Zumindest jetzt. Am Anfang der Aufnahme und am Anfang des Streams. Mal sehen, ob das noch so bleiben wird. Ich wage es ja zu bezweifeln. Moment. Ach ja, doch, nee, wir rennen ja in die richtige Richtung. Wir haben ja die Quest markiert. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Hm. Müssen wir denn nicht eigentlich da hoch? Warum führt uns jetzt eigentlich nicht gerade die Minimap irgendwo hin? Finde ich nicht gut. Seht ihr, was ich sehe? Hm. So, aber wir waren da drüben ja schon mal. Na, hätten wir das näher damals weitergemacht. Kommen wir jetzt hier durch? Oh, kommen wir. Sehr gut. So, wir waren ja hier drüben schon mal bei den komischen Klappspaten. Ja. Hier kommen wir natürlich nicht weiter. Ach Gott.
Nehmen wir das mal kurz mit. Gut. Oh, warte mal. War hier noch was? Da wollte sich die eine Tonne noch vor uns verstecken. Das ist ja... Nee. So, wie kommen wir denn jetzt hier sinnvoll lang? Nicht so zurückhalten. Schwer. Ach, naja gut, hochziehen ist gesünder, ne? So, jetzt müssten wir doch eigentlich... Oh, nein, ach, wo ist das gekommen? Au! Ja, nee, nicht. Ja. Ah! Oh. Da rennt man 5 cm an denen vorbei, da ist gleich der Luftzug, der macht die komplett wuschig. Wenn die ganzen Wachen hier nicht wären, ne? Mal hier so schön was mitnehmen. Schon wieder das hatte doch gerade aufgehört. Manu! So. Pass auf, wo du hintrittst! Ach, alter Lappsack. So. Jetzt sind wir wieder hier. Mal schauen. Es sah ja wieder so aus, als wenn wir hinten zum Ort der Macht müssten. Oder aber... Vielleicht macht es Sinn, hier unten lang zu laufen? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Achso, vielleicht kommen wir hier so lang. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen. Was macht man nicht alles für den Chat, ne? Wenn er Leute leben lassen will, dann lass man halt Leute leben. Schreckliches Wetter. Wie gut, dass wir bald abreisen. Ich mag Regen. Da bleiben die Schurken drin. Meinst du? Oh, warte mal. Vielleicht ist es doch gut, wenn wir hier langlaufen. Durch die Gasse. Was ist denn hier? Kann man hier rein? Ja, das lassen wir uns nicht entgehen, ne? Das ist, da seid ihr euch klar, bewusst. Hm? Oh, hier gibt's ja gar nichts. Hier vielleicht. Gut, nur das Vorzimmer geplündert. Kommen wir hier rein? Ich dachte mir, wenn wir jetzt hier schon einmal bei diesen ganzen reichen Fatzken sind, ne, dann können wir doch mal... Dann können wir denen doch mal aufs Dach steigen anscheinend. Bimmelt hier was oder bilde ich mir das gerade bloß ein? Oh. Soll das hier der Eingang sein? Ja, das ist er. Eine Illusion. Na dann. Illusioniere das mal weg. So, Moment. Fackel. Ist da wieder sowas wie ein Felstroll oder so? Kartoffelbewusst. Können wir den vielleicht überreden, dass er einfach nicht kämpfen muss? Ich will den jetzt nicht umbringen.
ein Golem. Das sieht jetzt erstmal noch human aus. Ja, oder halt auch nicht. Gut. Ah, ist ja gut. So, Bestiarium. Ich muss noch mal gucken. Ich kann mir das echt bei denen nie merken. Okay. Also, Golems, Gargoyles, alles was so Stein ist, sind Konstrukte. Und das andere waren... Okay, also doch schon so halbmenschliche Sachen sind Relikte. Okay, das muss ich mir noch irgendwann mal merken. So, also das ist jetzt ein Konstrukt. Dann brauchen wir auch Konstruktöl. Das haben wir natürlich. Geht's. Das war wirklich nicht das, was ich unbedingt wollte. Aber du hast mir keine Chance gelassen. Hier noch mehr Sachen dann drinne sind. Also noch mehr Golems, Monster anderer Natur. Ja, jetzt geh doch mal hoch. Sieht schon geil aus, ne? Kann man nichts sagen. Was? Wenn man da... oh, das sind anscheinend Pilze, die sehr flammend sind. Ja. Blick in die Tiefe und finde Erleuchtung. Okay. Was? Nein, ich wollte doch gar keinen Hebel drücken jetzt. Gemäß den Anweisungen... Naja, gemäß den Anweisungen unseres Leiters Irenäus, Pfarrer Steingart, haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Ah ja. Geralt? Haben wir hier? Nichts. Ah ja. Gut, das ist wenig. Ah, guten Tag, Dame. Gut, ich hab verstanden. Geister. Oh, was haben wir denn hier? Geheimnisvolles Rezept. Lieber Pascal, lieber Timo. Ja, da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch, wie versprochen, das Rezept meines berühmten scharfen Huhnkürbiseintopfs auf. Also, zuerst nimmst du Kürbis, dann Schenkel oder Brust, aber nur, wenn es nicht anders geht. Kokosmilch ist schwer zu bekommen, aber es gibt da ein Schiff des Importhandels Opikenberg und Söhne, das jeden ersten Mittwoch im Monat den Hafen von Novigrad anläuft und alles Mögliche verkauft. Sogar gestreifte Pferde. Stellt euch das mal vor. Restliche Zutatenliste unleserlich, Seite zerrissen. Na toll, wie kommen wir jetzt auf dieses geile Rezept? Mann, ey. Den Rest werdet ihr sicherlich alleine hinbekommen. Viel Erfolg, M.
PS, jetzt schuldet ihr mir einen Gefallen. Ja, nee. Für so ein halbfertiges Rezept mit gestreiften Pferden. Kriegst du auch nur einen halbherzigen Gefallen, ne? Ist ja klar. Schau in die Tiefe. Wir müssen die also in einer... Wir müssen doch nicht einfach alle umlegen, oder? Das wäre jetzt ein bisschen zu einfach, oder? Probier's einfach mal. So, der schaut in die Tiefe, glaube ich. Schaut auch in die Tiefe jetzt. Was macht der? Okay, der dreht das Ganze so. Oh. Ach ja, das ja, war die Erscheinung. Okay. Hallo? Ach, Geralt. Hm? Wie ist es denn? Kann das sein, dass wir einfach alle dazu bringen müssen, dass die hier rüber gucken? Okay, der guckt rein, der guckt rein, der... Ah, hier, warte mal, du guckst noch nicht rein. Jetzt dreht sich der weg, ne? Mhm. Dreh dich rein. Genau. Ha. So, 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 so. Okay. Jetzt eigentlich das hier noch. Dich rein. Nice. Also kommen auch Trunke, ne? Na, warte mal. Ich glaube, es ist Zeit, doch jetzt endgültig hier mal eine kleine Katze reinzuwerfen. Das klingt falsch. Gut. Entschuldigung. Ich meinte natürlich in den Rachen. Das klingt vielleicht auch falsch. Eine Armbrust. Es ist ja
echt cool gemacht hier. Also mal ganz im Ernst. Richtig cool gemacht. Außer Geralt. Geralt ist nicht richtig cool gemacht. Er kann nämlich immer nicht so richtig seine Orientierung halten. Laborschlüssel. So, jetzt ist doch die Frage. Da unten geht es nicht weiter. Da scheint es auch nicht. Ja, aber hier ja auch nicht, oder? Also. Nee, hier schwimmen wir ja nur da dagegen. Gut, ich glaube, wir mussten das jetzt einfach hier unten holen, um dann einfach wieder zurückzugehen. Und woanders wahrscheinlich weiterzukommen, oder? So. Weil es gab ja noch ein paar andere Wege. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach zurück. So, damit wir hier rüberkommen. Dann gab es ja da hinten noch die eine Wand, die wir zerstören können. Also die da drüben. Und eventuell geht's halt da oben ja noch weiter, ne? Geh erstmal hier lang. Ach, Geralt, verletzt du dich schon wieder? Diese Wandpilze. Was haben wir hier? Ah, wieder die guten Wandpilze. Das ist ja klasse. So. Ja. Rechnung für einen Golem. Ausgestellt von Jehuda Löw, Käufer Irenus Bar Steingart. Kauft Waren, Wachgolem, Tonerde, Porzellan. Garantie, im Falle einer Beschädigung der Keramik bitte bei der nächsten Niederlassung von Jehuda Löw und Lehrlinge melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Vielen Dank. Ja, gut, ich glaube, wir sollten da mal vorbeigehen. Das geht? Ich frage für einen Freund. Das eventuell wirklich? Also, dass wir da jetzt mal bei einem vorbeigehen und sagen so, hallo. Wir haben da Bekanntschaft mit einem eurer Wachgolems gemacht. Ja, ist aber auch echt spät rausgekommen, die Erscheinung, ne? Schon mal so sagen. Das ist also auch einfach nur ein kleines Secret hier gewesen. Das ist nicht das gewesen, wo wirklich unsere Rüstung und Schemata sind. Ich mag sowas. Mag sowas echt so gerne in solchen Spielen. So, warte. Geht nämlich unsere Katze gleich wieder weg. Genau. Und so sieht das viel geiler aus. Aber ich dachte mir jetzt so, vielleicht machen wir es doch mal kurz mit Katze. Ich würde gerne das hier überall anzünden, dass wenn wir einfach wieder zurücklaufen, dass wir da jetzt hier durch eine wunderbar aussehende Thematik gehen. Ich weiß, das ist total Quatsch. Aber ich mag es trotzdem irgendwie. Aber das Ambiente einfach. Okay. Was ist denn hier?
Le Fakel. Deswegen brauchten wir jetzt den Laborschlüssel, damit wir hier durch die Tür kommen. Oh. Ist da unten irgendwie so Geist, Erscheinung? Weil da ist doch was in Rot. Naja, wir sagen mal Hallo. Nicht böse, nur Schmerz. Nicht gut, nicht böse, nur Schmerz. Ah ja. Ja, da ist ja anscheinend irgendwie... Das ist auch ein Hexer gewesen, oder? Der ist anscheinend verrückt geworden. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt weg. Nein, nicht ausmachen. Können hier bleiben. Ohrenklinge, Labornotiz, Katzenhose, Katzenhandschuhe, Stiefel, Rüstung. Yay! Ich mag das. Labornotizbuch, erster Tag. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Labor gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Diese lecke Nussschale hängen mir schon zum Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diese spitzen Riffe vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt einen absurd medizinischen Opiums verabreichen. Diese Bohnenblumenmilch hält den Hexer halb bei Bewusstsein, sodass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Die Studien beginnen. Anmerkung: Ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterarm meines Assistenten habe ich gerichtet. Warum musstest du die überhaupt richten? Ich werde dem Hexer jetzt eine vierfache Dosis Mohnblumenmilch verabreichen. Vierter Tag. Das Subjekt zeigt die erstaunlichste Widerstandskraft gegen physische Folter. Es war erst nach dem zweiten Tag intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexerausbildung und der Katzenschule allgemein gewinnen. Wie ich vermutete, sind die Hexer der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum. Vielleicht war der Begründer ein Seide-Elf? Subjekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mohnblumenmilchgaben aus. Siebter Tag. Ich verabreiche einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der ein Seide verursacht eine solche Mischung eine Paralyse des peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies wiederum führt zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lungen und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Erstickung ein. Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch ein mutierter Körper könnte die schädlichen Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das ich verabreichte, abgeklungen. 15. Tag. Injektionen des Seewespentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen. Sein Nervensystem ist offenbar immun. 26. Tag. Das Subjekt wurde gefoltert, vergiftet, verbrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz alledem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig, bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte »Bitte, trink, nicht weht, aufhören« artikulieren. Schluss jetzt. Wie ich vermutete, ist der Hexer der ideale Besessene. Ein Dämon, der in einen so exzellent vorbereiteten Körper gebannt wird, wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten von Malaspin und Al-Sur ist es niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen.
Dies ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Zeit mit der Beschwörung zu beginnen. Ah ja, wir haben also gerade einen armen Hexerkollegen, der aufs Mieseste gefoltert worden ist. Und dann zum Schluss auch noch ein Experiment geworden ist. Den haben wir jetzt erlöst. Anscheinend war es sowieso nur noch der Körper von dem Hexer wirklich, der da war. Denn der Geist war ein Dämon. Oh Mann, ey. Die Leute. Ach Mann, ey. Die armen Hexer. Na, mal gucken, was haben wir denn hier noch alles? Gnomische Scherze, ja, nochmal. Nein, mach nicht. Was? Elfische Wissende. Viele denken, dass ein Saverne, was so viel wie Wissender bedeutet, lediglich das Wort für Zauberer in der älteren Rede ist. Einen Wissenden jedoch mit einem gewöhnlichen Praktizierenden von Magie zu vergleichen, das ist, als würde man einen frisch rekrutierten Soldaten, der noch grün hinter den Ohren ist, einem Hexer gleichsetzen, nur weil beide ein Schwert führen. Ein Wissender wendet Magie an, das ist richtig, und zwar mit größerem Geschick als die besten menschlichen Magier. Doch das große Ansehen und die große Beachtung, die sie genießen, rührt nicht von diesem Können her, sondern von den anderen wahrlich seltenen Fähigkeiten, über die sie verfügen. Für die elfischen Wissenden gibt es keine Geheimnisse. Für sie ist ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft so einfach wie das Sehen der Gegenwart. Sie beherrschen alle Geheimnisse der Magie und auch alle Bereiche des Wissens. Sie verstehen als einzige die Natur, die Wirkungsweise des sogenannten älteren Blutes und die Gene von Lara Dorren. Und sie hüten dieses Wissen sorgfältig. Wie zahlreich sind die elfischen Wissenden? In meinem ganzen Leben habe ich nur eine Wissende getroffen. Ida Emern aus den Blauen Bergen. Möglicherweise ist sie die letzte Vertreterin dieser geheimnisvollen Kaste. Ich habe zwar von einem männlichen Elfen gehört, der auch dieser Kaste angehören soll, aber bis zum heutigen Tag der Niederschrift ist es mir nicht gelungen, dies zu bestätigen. Ach Mist, ich wollte eigentlich nicht das. Wir haben ja jetzt noch ein paar andere aufgenommen. Na gut, okay. Was? Pferdepfeifer. Solange es nicht der Pferdeflüsterer ist. Das Zureiten eines Pferdes dreht sich um die Frage, ob der Reiter seinen Willen auf den des Tieres übertragen kann, indem er sein Vertrauen gewinnt und seinen Gehorsam schult. Pferde sind ebenso intelligente wie edle Tiere, die behutsam, aber zugleich auch mit Bestimmtheit und Klarheit geführt werden wollen. Meyer, die unbestrittene Autorität auf diesem Gebiet, legt besonderen Wert darauf, dass der Reiter während des Zureitens auf jeden Fehler achtet. Jedes Mal, wenn er scheitert, muss der Reiter den Grund zunächst bei sich selbst suchen und dann erst beim Körper des Pferdes oder bei einem möglicherweise schwierigen Temperament. Die Einhaltung dieses Prinzips erspart einem ungerechtfertigte Bestrafungen, die das Verhältnis zwischen Reiter und Pferd belasten und überdies dazu führen können, dass es dem Reiter nicht gelingt, das Vertrauen des Tieres zu erlangen. Ja. Ja. Ich bin jetzt noch nicht so oft auf Pferderücken geritten. Aber das, was ich bisher da mitbekommen habe, vom selber Reiten, vom Sehen, wie andere ihre Pferde behandeln und so weiter. Ja, ganz oft vermittelst du dem Pferd an der einen Stelle eine Sache, was es verstehen soll. Dann an irgendeinem späteren, paar Wochen später, Monat später, machst du genau dieselbe Sache und erwartest aber, dass das Pferd was ganz anderes macht. Und das funktioniert nicht. Du musst erstmal gucken, dass du konsistent bist, dass du das ordentlich durchziehst. Und wenn du dann alles ordentlich gemacht hast und das alles ordentlich trainiert hast und so weiter, und dann macht das Pferd immer noch nicht das, was du willst, dann guck mal vielleicht nochmal woanders hin. Aber als allererstes
ist es erstmal bei dir. Wenn das Pferd nicht sowieso schon durch so viele Vertrauensbrüche und so weiter so dermaßen nicht reitfähig ist, dass es sowieso außer Frage steht. Aber sonst, ja, das passt schon. Das Monstrum. Alster ist eine Beschreibung des Hexers. Band 1. Ich dachte zwar, wir hätten das schon mal gelesen, aber anscheinend nicht. Wahrlich, man findet nichts Abscheulicheres, als jene Monster wider jeglicher Natur so Hexer genannt werden, denn es sind die Früchte lästerlicher Zauberei und Teufelei. Es sind Schurken Sondertugend, Gewissen und Skrupel, wahre Geschöpfe der Hölle, zu nichts als zum Töten geschickt. Und ist für ihresgleichen kein Platz unter ehrlichen Menschen. Jenes Kermorhen aber, dasselbe geehrlosen Hausen, wo sie ihren grässlichen Praktiken frönen, muss hinweggefegt werden vom Antlitz der Erde und seine Spur mit Salz und Salpeter bestreut. Okay, das lesen wir jetzt noch vor und dann dann muss ich mir die Bücher mal selber raussuchen, die wir jetzt gerade hier drinnen gefunden haben, weil das passt ja eventuell direkt zu dem, was wir unten sehen, deswegen wollte ich die eigentlich lesen. Naja. Soldaten können dreckige Wämser tragen, schweißgetränkte Fußlappen und fleckige Beinschienen. Sie mögen unrasiert umherlaufen, bis zum hohen Himmel stinken oder die Reut haben. Aber ihr Schwert muss stets glänzen, als käme es direkt aus der Schmiede. Denn in der Schlacht retten saubere Kleider und eine Erscheinung, die dem Auge schmeichelt, niemandem das Leben. Im Gegensatz zu einem Schwert. Vorausgesetzt, es wurde gut gepflegt und der Mann am stumpfen Ende weiß, was er tut. Wie also soll man die Klinge pflegen? Ganz einfach. Nach jeder Schlacht entferne man Blut und Gedärm, nehme einen ölgetränkten Leinenfetzen und reibe die Klinge gründlich damit ab. Wer im Sumpf oder in schweren Regen kämpft, tut gut darin, das Schwert mit Bienenwachs zu überziehen. Die Schneiden schärfe man regelmäßig mit Hilfe eines guten Schleifsteins. Es ist wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Jede Bewegung führe man so ruhig und achtsam aus, wie man seine Braut in der Hochzeitsnacht streicheln würde. Setzt das Schwert Rost an, zeigt dies, dass es einem schlampigen, faulen Ochsen zum Besitzer hat. In diesem Falle nehme man eine Handvoll Sand und scheuere die Klinge, bis die Flecken verschwunden sind. Dabei gebe man Acht, sich nicht in die Finger zu schneiden und sie auf diese Art ihrer Nützlichkeit zu berauben. Ja, passt. Müsste jetzt hier nicht eigentlich noch mehr sein? Durchsuche das Wrack fliegender Hirsch. Da sind jetzt wahrscheinlich dann die nächsten Sachen drin, oder? Alles klar. Das heißt, wir müssen dann hier hin und da gibt es dann die nächste Geschichte. Okay. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier erstmal nichts weiter haben, dann schaue ich nochmal kurz ins Inventar, dass wir dort die Bücher, die wir jetzt hier gerade eingesammelt haben, dass wir die mal lesen. Und dann, wenn wir das erledigt haben, beenden wir, glaube ich, die Folge und dann gucke ich mal in der Folgenpause, was wir da jetzt für schöne Stiefel und so weiter bekommen haben. Und ob es eventuell Sinn macht, uns diese mal herstellen zu lassen. Ansonsten sieht das hier schon irgendwie eigentlich sehr schön aus. Andererseits aber auch, naja. Ne? Gut. Das meinte ich, ne? Jetzt geht man hier runter und kommt hier an diesen ganzen Flammen vorbei. Ach, das ist doch was Schönes. Hier. Da war noch was. Achso, naja, gut. Schön. Ach, das freut mich. So, dann gucken wir jetzt noch mal kurz hier in die Bücher rein. Ja, stimmt. Perl des Nordens Ochsenfurt hat man gefunden. Hm.
Ne, die Anden haben wir, die anderen haben wir schon eher gefunden gehabt, ne? Mhm. Ja gut, dann lesen wir jetzt noch ein paar vor von hier unten, das passt schon. Meine Geliebte, Y, ich warte immer noch auf deinen Falken. Werter Leser, beginnen wir mit einem Rätsel. Was verbindet eine Stadt wie Vysima, stolze Hauptstadt Temeriens, Zentrum des Wissens des gesamten Nordens, mit Edgynvale, einer kleinstädtischen Siedlung am Rande der bekannten Welt? Nichts, so wie es scheint. Schließlich sehen die Orte grundverschieden aus und die Geräusche und Gerüchte hier und dort haben nichts miteinander gemein. Aber sie teilen einen gemeinsamen Ursprung, denn sie wurden beide auf alten Elfenstädten errichtet. Zeugen hierfür sind die Ruinen, die sich unter den Straßen befinden. Moment. Hey, Kalli! Kalli, mein Süßer! Mein Lieber. Na, du? Was? Du Nummer 3? Wieso ich Nummer 3? Hallo? Was falsch gemacht? Hey, sei gegrüßt. Ein Rundgang durch die elfischen Bauwerke sollten am besten in Vysima beginnen. Genauer gesagt, in der Kanalisation der Stadt. Dies ist ein gefährlicher Ort, so viel steht fest. Deshalb sollte ein gut bewaffneter Führer mitgenommen werden. Ein Teil der Kanalisation führt zu den Überresten der Stadt in einen Seide. Nach wie vor lassen sich dort meisterliche Deckenschnitzereien bewundern, Blicke auf den makellos polierten Marmor werfen, vom alten Volk zurückgelassene Artefakte und ebenso alte Folianten finden, die in der Hand zu Staub zerfallen. Wink mal meinem Nachbarn. Hallo, Kallis Nachbar! Achso. Hallo, Nachbar. Genau, hier. Vergleichbar eindrucksvolle Bauwerke der Elfenkultur sind nur noch in Ochsen vorzufinden und irgendwo in der Wildnis von Velen. Doch diese Informationen kann ich nicht aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Was war der Grund für den Untergang der Elfenzivilisation? Die Seuche? Der Kataklysmus? Nein, werter Leser. Wir waren ihr Untergang. Menschen. Wir haben die Elfen aus ihren Städten vertrieben und statt in unseren großartigen Palästen zu leben, haben wir sie abgetragen, um unsere schäbigen und schiefen Hütten zu bauen. Übrig geblieben ist nur, was wir unter Schutt und Schlamm begraben und anschließend jahrhundertelang aus unserem Gedächtnis gestrichen haben. Ach ja, wie immer. Lara Dorren und Kreganan von Lott. Ich glaube, dass, ne, Lara Dorren ist ja Ciris Mutter. Vielleicht ist das was Interessantes. Eieiei. Okay, das ist das letzte Buch. Dann beenden wir erstmal die Folge. Die ist schon wieder viel zu lang. Liebe kennt keine Grenzen, sagt das Sprichwort. Für diese Redensart gibt es in der Geschichte keinen besseren Beweis als die Liebe zwischen Lara Dorren und Kreganan von Loth. Sie, eine mächtige elfische Wissende, Trägerin des älteren Blutes, dem großen Avalach, versprochen. Er, ein menschlicher Zauberer mit großem Talent und von einfacher Herkunft. Sie, imstande Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende zu leben. Er, 60 Jahre, vielleicht 70, wie wir alle. Sie hätten sich hassen und verabscheuen müssen. Doch stattdessen entbrannte eine große Liebe zwischen ihnen. Ungeachtet des tobenden Krieges um sie herum und der Verurteilungen und Verwünschungen, die von allen Seiten auf sie niederprasselten, führten sie ein einfaches und glückliches Leben. Schon bald trug Lara ein Kind unter dem Herzen. Ein Kind von Lara und Kreganan hätte das Beste beider Völker und endlich auch beide Völker vereinen können. Doch leider sollte es nicht sein. Die Menschen sahen in Kreganan einen Verräter und Überläufer. Sie verlangten von ihm, Lara zu verlassen. Und als er sich weigerte, fassten sie den Entschluss, beide zu ermorden. So kam es, dass Kreganan starb, während Lara, die kurz vor der Niederkunft stand, mit dem Leben davonkam. Sie floh nach Dreiberg, um Zero, die Königin von Redanien, um Hilfe und Beistand anzuflehen. Und was geschah dann? An dieser Stelle werden unter den Elfen und Menschen zwei grundlegend verschiedene Versionen erzählt. Laut der Chronisten der Einseide heißt es,
Doch ihr Flehen erweichte nicht die steinernen Herzen der Däune, der grausamen Menschen. Als aber Lara nicht mehr für sich um Mitleid bat, sondern für ihr Kind und sich an die Tür der Kutsche klammerte, schlug auf Befehl der Königin der Henkersknecht mit dem Dolchmesser zu und hackte ihr die Finger ab. Und als sie in der Nacht der klirrende Frost umfing, tat Lara auf der Anhöhe in den Wäldern ihren letzten Atemzug und brachte ein Töchterchen zur Welt, das von dem Rest der noch in ihr glimmenden Wärme bewahrt wurde. Alter Schwede. Jetzt stellt euch das mal kurz bildlich vor. Der Sage der Menschen nach, aber sprach Zerro, bitte nicht um Gnade, sondern diejenigen, denen du mit deinem Zauber geschadet hast. Ach, bitte nicht mich um Gnade, sondern diejenigen, denen du mit deinem Zauber geschadet hast. Du hattest den Mut, Böses zu tun. So habt denn auch jetzt Mut, da Vergeltung und Gerechtigkeit nahe sind. Es steht nicht in meiner Macht, dir die Sünden zu vergeben. Als Antwort darauf erwiderte Lara, mein Untergang ist nahe, doch auch deiner ist nicht mehr fern, Königin. Du wirst noch der Stunde des schrecklichen Todes von Lara Dorren gedenken und ihres Fluches. So wisse denn, dass meine Verwünschung auch deine Nachkommenschaft erreichen wird. Bis ins 10. Glied. Welche Version der Wahrheit entspricht, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Sicherlich weichen beide Versionen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, da sie jeweils den Feind in ein schlechtes Licht rücken wollen. Laras Ende ist tragisch. Der Hass zwischen den Völkern, den Kreganern beenden wollte, ist nun so groß, dass die durch ihn geschaffene Dunkelheit die Wahrheit ihres Schicksals für immer verhüllen wird. Ja, und mit diesen traurigen Worten vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.